Paolo, wieder ein Overtime-Krimi. Leider diesmal wieder das kürzere Ende für die Dukes. Wie hast du es empfunden? Ja, also erstmal will ich sagen, dass wir es gar nicht so weit hätten kommen lassen dürfen eigentlich, weil wir haben in der ersten Halbzeit sehr viele Turnovers gemacht. Wenn wir die abstellen, dann sieht es bei uns schon besser aus. Und ja, es ist natürlich schade, wenn man in der Overtime, vor allem in der Double Overtime verliert. Aber ich glaube, da gehört auch ein bisschen Glück dazu. Und solange das Pech jetzt in der Grundsaison bei uns ist, also in der Regular Season bei uns ist, ist es wurscht. Und wenn es in den Playoffs dann läuft. Playoffs ist schon das Stichwort gewesen. Es geht los gegen Gmunden, Best of Three, zuerst am 3. auswärts, dann am Sonntag hier zu Hause. Was nehmt ihr euch vor? Also wir versuchen mit genauso viel Energie zu spielen wie heute, ein bisschen smarter, also weniger Turnovers. Und ich glaube, wenn wir das hinkriegen, dann haben wir auch gegen Gmunden Chancen. Und wir hoffen natürlich auf eine volle Halle am Sonntag. Ja. Genau, am Sonntag. Ja, dann am Mittwoch schon einmal viel Erfolg für den Auswärtspunkt. Danke vielmals. Und dann viel Erfolg. Danke.